ist das? Kalt. 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 Schön kalt. Schön. Ja. Wehgetan. Ja, hier tut's weh. Ich war doch zart, Willi. Komm, jetzt mach dir doch eine schöne Tasse Kaffee. Ja, Kaffee? Nein, bloß kein Kaffee. Dein Kaffee ist ja eine bodenlose Gemeinheit. Mein Kaffee? Ja, ist er. Gut, da bekommst du eine Brühe. Das ist ja auch nicht viel besser, ne? Oh, was war das? Was war das? Entschuldigung, Onkel, ich habe in die falsche Richtung geschossen. Ja, das habe ich gemerkt. Ja. Knipp das Licht wieder an, Kalle. Ich bin noch Palle. Ach, das lerne ich nie. Kalle oder Palle, das ist auch ganz egal. Das ganze. Onkel Willi, kannst du mir mal die Rolle abhören? Ach, wenn es sein muss, welches Kind wird denn diesmal abgemurkst? Ach, im Gegenteil. Ich studiere gerade eben die berühmte Verführungsszene aus Romeo und Julia. Ah, Alfa Romeo, ja. Na, dann verführen wir. Na los. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Nein, ich will gar nicht gehen. Ich muss im Bett bleiben. Gleich kommen meine Brühe. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ach was, das war der Papagei, war das. Immer beim Flipper fällt die Steuerung aus in diesem blödsinnigen Apparat. Opa, wie kommt es eigentlich, dass ich Onkel Willi bei der grünen Witwe ein blaues Auge geholt habe? Was ist denn überhaupt eine grüne Witwe? Ach, dafür seid ihr viel zu grün hinter den Ohren. Siehst du, habe ich dir ja gleich gesagt. Ist was Sexuelles. Wie soll man durch die Pubertät kommen, wenn man nicht aufgeklärt wird? Also meinetwegen, ihr Dösbattels. Da werde ich euch das mal verklaren, nicht? Also eine grüne Witwe, die ist natürlich nicht grün, nicht? Ist auch keine Witwe. Das ist eine Frau, die schwarz sieht, wenn der Mann nicht da ist, nicht? Und wenn er da ist, dann ist er meistens blau. Dann sieht sie rot und das ist denn die grüne Witwe. Kapiert? Hab ich dir doch gleich gesagt. Opa ist auch nicht aufgeklärt worden. Stimmt. Einem Vertreter der Firma Star Electric darf so etwas nicht passieren. Frau Hesse, schreiben Sie dem Ehemann, dass wir den Vorfall mit unserem Herrn Willi Winzig bedauern und dass ab jetzt kein Vertreter der Firma Star Electric seine Ehefrau belästigen wird. Erledige ich sofort, Herr Kaiser. Ausgerechnet diesem komischen Karls muss sowas passieren. Ist doch gar kein Typ für Frau. Aber du weißt ja, wie die sogenannten grünen Witwen heute sind. Die schrecken von nichts zurück. Das weiß ich nicht und das will ich auch nicht wissen. Ich weiß nur eins, das Image unserer Firma ist Seriosität und Korrektheit. Du stellst diesen Winzig sofort zur Rede. Na gut, wenn du den Fall unbedingt aufwerten willst. Hesse? Bitte, Herr Kaiser? Ich brauche die Nummer von diesem Herrn Winzig. Herr Winzig hat kein Telefon. Auch das noch. Und wo wohnt er? Um den Kessel dreht euch rund. Werft das Gift in seinen Schlund. Kröte, die im kalten Stein Tag und Nächte 3×9, 10 Schleim im Schlaf gegoren soll, zuerst im Kessel schmoren. Stimmt, die Hexe hast du drauf. Tschüss, bis morgen beim Sprachunterricht. Tschüss, Doris. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Kochrezepte unterbreche, aber wissen Sie vielleicht, ob hier im Haus Herr Winzig wohnt? Ja, Herr Winzig wohnt hier im dritten Stock. Oh, pardon. Darf ich? Dankeschön. Warum hat denn so ein hübsches Mädchen so viel Ziegelsteine in der Tasche? Das sind doch keine Ziegelsteine, das sind 15 Bände Shakespeare. Aha. Daher vorhin, die dritte Hexe aus Macbeth. Oh, Sie sind literarisch vorbelastet? Ein bisschen. Zwangsweise. Ich habe in der Studentenzeit in den Ferien mal in einem Buchverlag gearbeitet. Da bin ich ganz groß in die Dramen eingestiegen. Ich steige nicht nur ein, ich studiere sie sogar. Schauspielerin? Nun ja, angehende. Nach der Talentprobe von vorhin möchte ich jetzt schon Karten für die erste Premiere bestellen. So. Was wollen Sie eigentlich von meinem Onkel? Wieso? Ach so, Herr Winzig ist Ihr Onkel? Ja. Ja, wissen Sie, er hat sich nicht ganz so korrekt verhalten, wie es das Image unserer Firma verlangt. Er hat nämlich... Sparen Sie sich weitere Erklärungen. Ich kann Ihnen nur eines sagen. Wenn mein Onkel damals nicht so kulant gewesen wäre, unsere ganze Familie aufzunehmen, könnte er friedlich hier zu Hause von seiner Pension leben. Bräuchte sich in keinster Weise von Ihrer korrekten Firma ein blaues Auge einzuhandeln. Ich bitte Sie. Oh. Entschuldigen Sie, Sie können mich doch nicht dafür verantwortlich machen. Ich wollte doch nur... Aber hören Sie mich doch an! Danke, mir genügt! Lassen Sie sich doch erklären!